Die Meinung, dass das Internet offen und netzneutral sein soll, hat sich inzwischen offensichtlich durchgesetzt. Die Frage nun, ob der Staat sich vor diesem Hintergrund aktiv in Standardisierungsprozesse und Infrastrukturausbau Fragestellungen des Internet einmischen soll, lässt sich gar nicht so eindeutig beantworten. Das liegt insbesondere auch daran, dass Staatstätigkeit viel bedeuten kann. Das kann reichen von Setzen eines Ordnungsrahmens bis hin zu aktiven regulativen Eingriffen. Insbesondere vor dem Hintergrund auch, dass das Internet seit Jahren erfolgreich durch die Internet-Community in Internetgremien verwaltet wird, die Multi-Stakeholder-basiert aufgebaut sind, ist jetzt die Frage, wie ein Staat auf lokaler Ebene hier mit einwirken kann oder beitragen kann. Den Staaten ist auf jeden Fall zu empfehlen, oder Nationalstaaten ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass sie auf lokaler Ebene immer sehr genau prüfen, inwieweit sie in das Internet eingreifen wollen oder nicht. Auf jeden Fall sollen sie sich in den internationalen Gremien beteiligen und aktiv ihre Interessen mit einbringen, weil sie nämlich einer der wichtigsten Stakeholder im gesamten Multi-Stakeholder-Prozess sind.